generell wird alle, also jegliche Eigeninitiative gefördert, weil wir natürlich auch gerne die dynamischen, wachen Mitarbeiter haben, die sich gerne bewegen. Ja. Also wir fördern auf jeden Fall jegliche Art von Weiterentwicklung, einmal in Form von einer Expertenkarriere oder einmal in Form von einer wirklichen Führungskarriere, weil es ist ja auch unterschiedlich, wie sich der Bewerber entwickeln möchte oder der Mitarbeiter. Also ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, als in dem ich heute eigentlich arbeite. Heute Produktmarketing, wenn Sie sich die Laufbahn mal anschauen, gelernter Kraftfahrzeug mal, Mechaniker, dann den Einstieg in den Bereich Entwicklung, Vertrieb und heute Produktmarketing. Daran sieht man schon mal die Möglichkeit, erstmal die Vielfältigkeit, die das Unternehmen bietet, aber auch die Chancen, die sich bieten. Wir haben Module zum Beispiel für Einsteiger, die jetzt irgendwann die ersten Führungserfahrungen sammeln sollen. Das nennt sich Leadership Entry Programm. Das heißt, der wird dann auf die erste Führungserfahrung vorbereitet. Der wird nicht sofort ins Wasser geschmissen und eben muss da irgendwas machen, was er nicht absolvieren kann. Dann haben wir unterschiedliche Programme, die sich darauf beziehen, ob jemand eine internationale Karriere anstrebt, also International Management Programm. Das sind unterschiedliche Dinge, die wir einmal im Jahr auf jeden Fall in unserer Entwicklungskonferenz reflektieren. Und da ist halt eben auch das Mitarbeitergespräch wichtig. Ja? Das ist bei der Continental auch vorgeschrieben, wird auch gerne gemacht. Und dort finden eben zweimal im Jahr wirklich reflektierende Gespräche mit dem Mitarbeiter und dem Vorgesetzten statt, wo man eben die Weiterbildungspotenziale erkennen kann. Und wir freuen uns natürlich über wache, aktive Mitarbeiter, die auch wechselwillig sind. Ganz klar, das Unternehmen unterstützt natürlich einem in seiner Karrierebereitschaft und in seiner Karriereentwicklung. Aber eins ist ganz klar, Sie müssen natürlich auch die Bereitschaft haben, auch selbst auch den Willen haben, diesen Schritt zu gehen. Wenn ich sage mal zum Beispiel im Ausland zu arbeiten, wie ich es getan habe in Südeuropa, da muss man sagen, ich möchte das tun. Das Unternehmen schaut sich natürlich das Profil auch an, kommt man mit den Sprachen klar, kommt man mit der Kultur klar und dann, wenn das passt, dann unterstützt das Unternehmen natürlich einen ganz, ganz ordentlich dabei, ja, sicherlich. Mit Eigeninitiative geht hier sehr viel. Ich habe den Konzern bisher so erlebt, dass das sehr flache Hierarchien, keine ja, Probleme sind, wenn man mit jemand anders was machen will. Also wir haben da keine bürokratischen Hürden. Wenn man sich irgendwo anders hin entwickeln will, gibt es die Möglichkeiten, das Fachthema zu wechseln, wenn man irgendwo sich so weiterentwickeln will. Also bisher habe ich es einfach nicht erlebt, dass da aus irgendwelchen formalen und sonst welchen Gründen das nicht geht.